Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Vor ein paar Wochen habe ich ja bereits das Huawei P9 getestet. Alles in allem hat mir dieses Smartphone extrem gut gefallen. Hier und da gab es aber doch ein paar Kritikpunkte. Und ich habe dann am Ende des Videos gesagt, dass ich gespannt bin, ob das bald erscheinende P9 Plus diesbezüglich besser ist. Nun denn, das Huawei P9 Plus ist jetzt auch seit kurzem endlich in Deutschland verfügbar. Ich habe es in den letzten Wochen getestet und was so die größten Unterschiede im Vergleich zum normalen P9 sind und natürlich, ob das P9 Plus den Aufpreis wert ist, das wollen wir uns jetzt in diesem Review anschauen. Bevor es losgeht, ich habe es schon im Unboxing erwähnt, es geht nochmal ein fettes Dankeschön an allyouneed.com. Die haben mir das P9 Plus nämlich zum Testen zur Verfügung gestellt und dieses Video erst ermöglicht. Link zu ihnen ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Mit 152x75mm ist das Huawei P9 Plus definitiv etwas größer als das normale P9. Ich würde sagen, dass es in etwa so groß ist wie das OnePlus 3. Außerdem ist es nur 7mm dünn und wiegt angenehme 162 Gramm. Obwohl ich aufgrund der Größe anfangs etwas skeptisch war, muss ich sagen, dass das P9 Plus ziemlich gut in der Hand liegt und ich es in vielen Situationen noch problemlos einhändig bedienen konnte. Klar, das normale P9 ist diesbezüglich natürlich noch etwas besser. Dafür bietet das P9 Plus aber auch ein größeres Display. Um genau zu sein, handelt es sich dabei um ein 5,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 bei etwa 401 ppi. Oberhalb des Displays befinden sich eine 8 Megapixel Frontkamera, die Hörmuschel sowie eine Benachrichtigungs-LED und wie man es von Huawei mittlerweile kennt, kommen natürlich auch hier wieder Onscreen-Tasten zum Einsatz. Das Displayglas ist zu den Rändern hin wieder in einer 2,5D-Optik gewölbt, das sieht super aus und erhöht außerdem den Bedienkomfort. Der Rahmen besteht aus Aluminium und fühlt sich extrem hochwertig an. Wir finden auf der linken Seite dann den Einschub für eine Nano-SIM und eine MicroSD-Speicherkarte, mit der 64 GB große interne Speicher erweitert werden kann. Dass der interne Speicher überhaupt so groß ist, finde ich schon super. Bei den meisten anderen Flaggschiffen hat man ja nur 32 GB. Der Powerbutton und die lauter leise Wippe sitzen dann auf der rechten Seite. Beide sind hervorragend verarbeitet und wirklich sehr gut zu erreichen. Der Powerbutton ist auch ganz leicht schraffiert. Das stellt sicher, dass man ihn auch ohne hinzuschauen von der lauter leise Wippe unterscheiden kann, das fand ich super. Auf der Oberseite platziert Huawei dann ein erstes Mikrofon und einen Infrarotport. Letzteres dürfte diejenigen, die sowas beim Galaxy S7, HTC 10 oder eben beim normalen P9 vermisst haben, extrem freuen. Auf der Unterseite finden wir dann noch den 3,5 mm Klinkenanschluss, einen USB Type-C Port und einen Lautsprecher. Der zweite Lautsprecher wurde ähnlich wie schon beim HTC 10 unter dem Hörmuschelgitter platziert. Prinzipiell finde ich super, dass Huawei hier anders als beim normalen P9 auf zwei Lautsprecher setzt. Leider kommen die aber klangtechnisch nicht wirklich an das HTC 10 ran. Sie sind zwar ausreichend laut, es fehlt aber einfach an Volumen. Ich würde auch sagen, dass die insgesamt nur minimal besser klingen als der eine Monolautsprecher im normalen P9. Ähnlich wie schon beim normalen P9 setzt Huawei natürlich auch beim P9 Plus wieder auf ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium. Stand heute gibt es in Deutschland nur das Modell mit schwarzer Front und grauer Rückseite. Die Keramikversion gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Die Rückseite des P9 Plus fühlt sich allerdings anders als die matte Aluminium-Rückseite des normalen P9 an. Die des P9 Plus ist deutlich glatter und auch anfälliger für Fingerabdrücke. Huawei meinte zu mir, dass das Aluminium in einem aufwendigen Prozess hier so lange abgeschliffen wurde, bis man diese Beschaffenheit dann eben letztendlich erreicht hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Rückseite des normalen P9 bevorzuge. Sie ist nicht so anfällig für Fingerabdrücke, nicht ganz so rutschig und fühlt sich meiner Meinung nach einfach hochwertiger an. Damit will ich jetzt aber auf keinen Fall sagen, dass sich das P9 Plus in irgendeiner Form billig anfühlt. Das ist am Ende wohl einfach Geschmackssache. Ansonsten verbaut Huawei auch hier die vom P9 bekannte Dual-Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Beide lösen mit 12 Megapixeln auf, ein Sensor nimmt in Farbe auf, der andere nur in Monochrom, also schwarz-weiß. Auch hier fällt wieder positiv auf, dass die Kamera nahtlos ins Gehäuse integriert wurde und nicht wie bei einem Großteil der Konkurrenz herausragt. Darunter befindet sich dann der altbekannte Fingerabdrucksensor. Er ist genauso schnell und akkurat wie der im normalen P9, sprich mit das Beste, was man momentan eben so auf dem Markt bekommen kann. Einer der größten Vorteile des P9 Plus im Vergleich zum normalen P9 ist aber natürlich der größere Akku. Er ist zwar wieder fest verbaut, 3400 mAh klingt aber definitiv vielversprechend, mehr dazu dann wie immer später.
Ansonsten kommt das P9 Plus natürlich mit Android 6.0 und der aktuellsten Version von Huaweis hauseigene Emotion UI. Auch hier wurde wieder der HiSilicon Kirin 955 Octa-Core Prozessor verbaut. Anders als beim normalen P9 haben wir hier nun aber ganze 4 GB RAM. Und auch LTE zur mobilen Datenübertragung ist natürlich mit dabei. Softwaretechnisch gibt es auch beim P9 Plus auf den ersten Blick nicht viel Neues. Die Emotion UI sieht genauso aus wie auch schon beim normalen P9 oder eben dem P9 Lite. Wer sich dafür genauer interessiert, dem empfehle ich unbedingt, mein Huawei P9 Review anzuschauen. Das P9 Plus hat aber auch ein Feature, das es ziemlich deutlich vom normalen P9 abhebt, und das ist Press Touch. Das ist Huaweis Version von 3D Touch, sprich auch das Display des P9 Plus kann erkennen, wie fest ihr drauf drückt. Das ermöglicht dann verschiedenste Dinge. Huawei nutzt beim P9 Plus die Press Touch Technologie in einigen Apps auch auf dem Homescreen. Ihr könnt beispielsweise die Navigationstasten komplett ausblenden und stattdessen die Displaykanten nutzen. Drückt ihr mittig auf die Displaykante, dann springt ihr wieder auf den Homescreen. Task Switcher und Zurückfunktion sind dann jeweils links und rechts auf der Displaykante erreichbar. Wie bei Apple steht auch beim P9 Plus bei einigen Apps auf dem Homescreen ein Kontextmenü zur Verfügung. Drückt man stärker auf das Icon für die Kamera, öffnet sich nicht sofort die Kamera-App, sondern man kann im Vorfeld die Kamerafunktion auswählen. Drückt man dann noch länger, wird direkt der Modus gestartet, den man vorher mit einem Sternchen ausgewählt hat. Außerdem kann man beim Betrachten eines Bildes in der Huawei eigenen Galerie-App eine Lupenfunktion aktivieren, um Details eines Bildausschnittes zu vergrößern. Leider funktioniert diese Lupenfunktion aber wirklich nur in der Huawei eigenen Galerie-App und nicht in anderen Foto-Apps wie zum Beispiel Google Fotos. Interessant ist aber, dass Huawei die oberen Ecken des Displays dank Press-Touch-Display als Shortcut-Tasten umfunktioniert. Über die Einstellungen lassen sich die linke und die rechte obere Ecke des Displays mit Shortcuts zu häufig genutzten Apps verknüpfen. Das sind insgesamt alles ganz nette Spielereien, aber nach ein paar Tagen ging es mir genauso wie beim iPhone 6s. Ich habe Press-Touch eigentlich kaum noch genutzt. Einzig die Möglichkeit, die On-Screen-Tasten auszublenden, finde ich klasse und auch im Alltag extrem nützlich. Das erfordert allerdings anfangs eine leichte Umgewöhnung. Performance-technisch hat mir das P9 Plus ähnlich gut wie das P9 gefallen. Apps starten und schließen extrem schnell. Es gibt so gut wie nie Ruckler oder Verzögerungen und das gesamte Bedientempo ist einfach nur extrem hoch. Auch mit aktuellen Spielen hat das P9 Plus natürlich keine Probleme. Man sollte nur beachten, dass Smartphones mit einem Qualcomm Snapdragon 820 oder eben Exynos 8890 etwas mehr Grafikpower haben. Das hat ja schon mein Benchmark-Video gezeigt. Stand heute fällt das nicht weiter auf. Falls in Zukunft aber wirklich mal deutlich aufwendigere Spiele für Android erscheinen, dann könnte man hier Unterschiede bemerken. Kommen wir zum Display. Hier kann man sich jetzt natürlich streiten, ob bei der Displaygröße nicht vielleicht doch eine QHD-Auflösung Sinn gemacht hätte. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Auflösung den meisten Dicke ausreichen dürfte, es sei denn, ihr seid eben ein schärferes Display gewohnt. Farbdarstellung und Farbechtheit sind insgesamt durchaus ordentlich. Im Vergleich zum normalen P9 fällt der etwas schlechtere Weißwert auf. Dafür bietet das P9 Plus AMOLED-typisch aber auch einen besseren Schwarzwert. Was mich allerdings etwas gestört hat, das war die Displayhelligkeit. Nicht nur das P9, auch ein Samsung Galaxy S7 oder ein iPhone 6s bieten einfach ein etwas helleres Display. Das fällt dann vor allem an sonnigeren Tagen im Außeneinsatz auf. Da stellt man sich natürlich die Frage, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, ähnlich wie im P9 ein IPS-Display zu verbauen. Die Blickwinkelstabilität ist dafür dann aber wieder hervorragend. Die Kamerasoftware wurde eigentlich 1:1 vom Huawei P9 übernommen. Es gibt zahlreiche Modi und manuelle Einstellmöglichkeiten. Falls ihr euch auch dafür noch genauer interessiert, empfehle ich euch auch da mein Review des normalen Huawei P9. Was die Bildqualität angeht, gibt es dann quasi auch keine Überraschungen. Bei guten Lichtbedingungen macht das P9 Plus extrem scharfe, detailreiche und farbgetreue Aufnahmen mit einem ziemlich guten Dynamikumfang. Hier muss es sich eigentlich nicht vor einem Samsung Galaxy S7 oder iPhone 6s verstecken. Gerade bei schlechteren Lichtbedingungen konnte das normale P9 aber ja nicht ganz mit der eben genannten Konkurrenz mithalten. Vor ein paar Tagen gab es ein Kamera-Update und das hat die Lowlight-Performance des P9 Plus tatsächlich etwas verbessert. Meiner Meinung nach fehlt hier zwar immer noch ein optischer Bildstabilisator, aber insgesamt können sich die Aufnahmen echt sehen lassen. Es bleibt aber dabei, bei schlechteren Lichtbedingungen ist das Galaxy S7 einfach nochmal etwas besser. Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Frontkamera des P9 Plus bei etwas schlechterem Licht bessere Aufnahmen als das normale P9 hinbekommt. Ansonsten gibt es hier aber kaum Unterschiede. Empfang und Sprachqualität sind exakt genauso wie beim P9, also ziemlich ordentlich. Hier gibt es nicht viel zu kritisieren. Nun kommen wir aber noch zum Akku. Da hatte ich ziemlich hohe Erwartungen und die wurden alles in allem nicht enttäuscht. Die Akkulaufzeit des P9 Plus ist nochmal merkbar besser als die des P9. 1,5 Tage sind überhaupt kein Problem und selbst 2 Tage habe ich ab und an mal geschafft. Die Display-On-Time lag dabei etwa bei 7 Stunden. Das ist für mich wirklich ein super Wert. Fast-Charging wird wie beim normalen P9 unterstützt. Der Unterschied ist aber, dass beim P9 Plus nun auch das passende Netzteil direkt mitgeliefert wird. Damit sind wir jetzt auch schon wieder beim
meinem Fazit angelangt und wir beginnen natürlich wie immer mit den Punkten, die für das P9 Plus sprechen. Da hätten wir zum einen die wirklich hervorragende Verarbeitung und auch das hochwertige Design. Wie gesagt, die Rückseite ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber das ist absolute Geschmackssache. Fakt ist, das Ding ist definitiv sehr, sehr hochwertig und diesbezüglich eines der besten Smartphones auf dem Markt. Außerdem haben wir echt eine starke Performance. Im Alltag rennt das Ding wirklich. Klar, es könnte in Zukunft vielleicht eventuell mal Probleme mit Spielen geben, aber ich bin ehrlich gesagt echt skeptisch, dass da in naher Zukunft wirklich so aufwendige Spiele für Android erscheinen werden. Außerdem haben wir echt eine überzeugende Kamera. Mit dem letzten Update wurde sie nochmal etwas besser. Also diesbezüglich muss sich das P9 Plus überhaupt nicht verstecken. Das gilt auch für die Akkulaufzeit. Die ist in etwa auf dem Niveau eines Samsung Galaxy S7 Edge und das ist schon echt sehr, sehr stark. Das ist meiner Meinung nach auch so mit der größte Vorteil im Vergleich zum normalen P9, habe ich ja vorher schon erwähnt. Ansonsten haben wir einfach einen sehr, sehr schnellen und akkuraten Fingerabdrucksensor, 64 GB internen Speicher und auch noch so Dinge wie den Infrarotport. Das ist ja heutzutage leider auch nicht mehr selbstverständlich, also das dürfte auch einige freuen. Es gibt aber auch ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel, dass der Akku fest verbaut ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich würde das jetzt beim P9 Plus nicht stören, einfach weil die Akkulaufzeit so gut ist, dass ich keinen Wechselakku brauche. Aber gut, wenn man das Ding natürlich länger als 2 Jahre nutzt, dann wird das schon wieder problematisch, wenn man den Akku denn mal tauschen möchte, wenn er kaputt geht und so weiter. Also ich verstehe den Punkt schon, das dürften nämlich einige kritisieren. Ansonsten ist das Gehäuse einfach rutschiger als beim normalen P9. Das hat jetzt nichts mit Subjektivität zu tun. Das hat mich doch etwas gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist die Frage, ob es das unbedingt wert ist, dass man da auf dieses Material gesetzt hat. Außerdem bin ich einfach der Meinung, dass das Display heller sein könnte, so eben wie beim normalen P9. Also das hat mich auch etwas gestört. Im Prinzip ist das Huawei P9 Plus genau das, was der Name schon vermuten lässt, nämlich ein etwas größeres und auch etwas besseres Huawei P9. Ihr habt mehr internen Speicher, ihr habt Dinge wie zum Beispiel den Infrarotport Press Touch und nicht zu vergessen eben auch die bessere Akkulaufzeit. Klar, die Kamera könnte noch einen Tick besser sein und das Display könnte eben auch einen Tick heller sein, aber objektiv betrachtet kann das Huawei P9 Plus definitiv mit einem Samsung Galaxy S7 Edge oder der restlichen Flaggschiff-Konkurrenz mithalten. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich momentan eher zum normalen P9 greifen würde und das liegt schlicht und ergreifend am Preis. Ihr bekommt das P9 Plus momentan so für um die 670 Euro. Das normale P9 bekommt ihr aber schon für um die 460 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, über 200 Euro Aufpreis ist das P9 Plus meiner Meinung nach im direkten Vergleich einfach nicht wert. Ich würde also wenn dann warten, bis der Preis sinkt, denn wie gesagt, es ist noch ein sehr, sehr neues Smartphone und da dauert das erfahrungsgemäß eben einfach etwas. Oder aber ihr holt euch das normale P9, das ist auch ein klasse Smartphone und wie gesagt, preis-leistungstechnisch stand heute meiner Meinung nach etwas besser. Aber ja, das war mein Review des Huawei P9 Plus. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Ich sage in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.